Montagmorgen startet mit einem kleinen Reminder an euch. Ich habe gerade 2 Telefonate geführt und ich hasse Telefonieren einfach so sehr. Ich telefoniere auch nicht mit meinen FreundInnen. Wenn mich jemand anruft, da bin ich schon so, kannst du mir das nicht per Nachricht schreiben? Ich weiß nicht, woher das kommt, weil im echten Leben spreche ich sehr gern mit Menschen. Also da erkundige ich mich auch gern, aber irgendwie per Telefon, ich glaube, es ist immer dieser Moment von, du musst in den ersten 5 Sekunden dein komplettes Anliegen schildern. Aber ich habe gerade 2 Telefonate gemacht, es war überhaupt nicht schlimm. Und deshalb startet der Montag mit einem kleinen Reminder an euch. Falls ihr Telefonate vor euch herschiebt, erledigt sie einfach. Natürlich gibt es auch Menschen, die das aufgrund von Social Anxiety einfach nicht können. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden oder so. Aber falls ihr wirklich einfach nur so einen Anstoß braucht, dann ist er hier. Do it. Call them. Ich warte auf die Post. Ich warte auf den Herrn, der die Zählerstände abliest. Das ist mein Montag. So, ihr Lieben, inzwischen ist es schon ein bisschen später. Und zwar 18 Uhr. Es wird jetzt auch schon dunkel. Ich habe gerade so Kopfschmerzen bekommen und dachte, warum ist das so? Und dann ist es mir aufgefallen, ich habe den ganzen Tag kein einziges Mal gelüftet. Das heißt, ich stoßlüfte gerade. Ich habe den ganzen Tag ein bisschen Portfolio gemacht. An 2 Unis muss ich mich bis Ende Februar bewerben. Und da nutze ich jetzt diese Woche noch, auch wenn ich dann in Berlin bin, um mein Portfolio zusammenzustellen und das alles fertig zu machen. Morgen bin ich im Fotostudio verabredet mit einer Freundin von mir und sie hilft mir dabei, meine Sachen zu fotografieren. Auf jeden Fall habe ich die Tieren der Magazine nie richtig fotografiert. Also das waren immer nur digitale Mockups. Und da fehlen mir einfach gute Bilder, dass man wirklich auch mal die Materialität sieht und die Farben richtig gut sieht. Und ich muss das Staatstheaterbuch fotografieren mit den Collagen und einige Kleinigkeiten. Also ich habe da morgen einiges vor, aber ich freue mich da auch drauf. Und jetzt gehe ich aber erstmal zum Sport. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Ich habe heute diese Wohnung noch nicht verlassen. Es ist Zeit. Ich melde mich vielleicht nach dem Sport nochmal. Ansonsten sehen wir uns dann morgen. So, hello ihr Mäuse. Ich bin jetzt bei Heiner angekommen. Boah, das war gut. Ich war sogar 3 Minuten früher hier. Und jetzt muss ich mir erst mal überlegen, was ich heute überhaupt noch machen will. Weil ich glaube, wir gehen erst gegen Abend zur Konzertlocation. Hier in der Nähe ist auch ein Vintage-Laden, zu dem ich eigentlich immer gehe. Vintage Revivals, da gehe ich vielleicht gucken. Ich schminke mich dann auch nochmal ab und mache das alles nochmal neu. Ich will nämlich ein bisschen glitzery aussehen. Aber soweit so gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ihr Mäuse, ich bin zurück. Ich muss mich jetzt unbedingt fertig machen. Ich habe jetzt dieses Oberteil an von Pur Studios, verlinke ich euch in der Infobox. Ich finde das so cute. Und ich habe meinen neuen Schmuck an, zu dem erzähle ich euch morgen ein bisschen mehr. Jetzt schminke ich mich noch und ich sehe, das Akku ist leer. Also erstmal Akku laden. Gott, I'm a mess. Oh Gott, das Licht ist überall echt schlimm. Moment. Ich glaube, das Licht ist noch am besten im Bad. Der BH guckt hier ein bisschen raus. Das habe ich nicht bedacht, aber ich finde es eigentlich eine Mut. Also ich kann es so ein bisschen zubbeln, aber ich finde es eigentlich auch geil. Ich trage diese wunderschöne Kette von Bruna. Und auch diese wunderschönen Ringe sind alle von Bruna. Dieses Video entsteht nämlich in Zusammenarbeit mit Bruna. Bruna ist nämlich ein nachhaltiges Schmucklabel, das sehr viel Wert auf Qualität, Design und Handwerkskunst legt. Dabei geht es vor allem um eine verantwortungsbewusste Herstellung der Schmuckstücke. Sie bestehen nämlich zu 100% aus recyceltem Gold bzw. Silber. Und ihr wisst ja, dass ich eine Silbermaus geworden bin. Das hätte ich nie gedacht, weil ich ganz lange nur Goldschmuck getragen habe. Aber ich dachte, mit meinen neuen Bruna Pieces kann ich jetzt auf jeden Fall mal mein Silbergame ein bisschen starten. Und ich habe ja ganz lang diese silbernen Kreolen getragen, die so No-Name waren. Und dann habe ich diese hier gefunden und ich bin so verliebt. Das sind die Samos-Ohrringe. Die sind hinten zum Zuklippen. Ich finde, die haben eine richtig schöne Größe so für Alltagshoops und sind so und werten so einen Alltagslook auch irgendwie auf. Dann wollte ich unbedingt silberne Ringe investieren. Und da habe ich jetzt
3 ausgesucht, weil ich finde, gerade Ringe sind sowas, das siehst du jeden Tag. Also das ist ja eins der wenigen Schmuckstücke, die man selber immer sieht. Ich habe mich einmal für den Samos Ring entschieden. Der passt perfekt zu den Ohrringen. Das ist dieser hier. Das ist so ein ganz, ganz filigraner Ring. An der linken Hand trage ich den Tuscany Ring. Der ist auch super, super schön. Wie schon gesagt, sind die Ringe alle aus 925er Silber und das Silber ist zu 100% recycelt. Und mein absolutes Highlight ist aber dieser Ring. Als ich den gesehen habe, wusste ich, der muss es sein. Ringe sind ja sowas Zeitloses. Also du kaufst dir ja einmal einen Ring und dann hast du den für immer, wenn du ihn nicht verlierst. Ich glaube, der wird mich sehr, sehr lange begleiten. Und zwar ist das der Muse-Ring. Und der sieht gar nicht so special aus, aber innen drin steht das Wort Muse oder Muse. Und das finde ich total schön und deshalb trage ich den auch rechts. Vielleicht klingt das so ein bisschen cringe, aber dass ich so meine eigene Muse sein kann, das sagt er irgendwie für mich. Und das finde ich total schön. Bruna ist außerdem zertifiziertes Mitglied der Organisation 1% for the Planet und spendet damit 1% des Jahresumsatzes an diese Organisation, mit der verschiedene Umweltschutzorganisationen unterstützt werden. Bruna glaubt als Label an faire Preise und deshalb habe ich keinen Rabattcode für euch, weil die Qualität eben den Preisen entspricht und verlinke euch alle Produkte mal unten. Also falls ihr Interesse habt, dann schaut da super gern mal vorbei. Haare mache ich gleich noch fertig und dazu trage ich meine H&M-Hose, die so ein bisschen fellmäßig aussieht. Die mag ich eigentlich ganz gern. Einfach all black. Ich hatte keine Lust, ein Outfit extra zu kaufen und so werde ich jetzt einfach gehen. Auf den Augen trage ich wieder meinen Birkenspanner-Glitzer. Ich liebe den. Diesen hier. Und einen Lippenstift habe ich leider nicht. Jetzt mache ich mir noch die Haare trocken und dann kann es losgehen. Leider habe ich nur ein paar Schuhe dabei. Deshalb werde ich einfach meine weißen Sneakers anziehen. Ja, das ist es jetzt halt einfach. Ich hatte keine Zeit und keine Lust mehr, Gedanken zu machen. Deshalb, this is the fit. Wir hatten Eventim-Tickets und deshalb sind wir jetzt früher als alle anderen reingekommen. Auch früher als die, die gewartet haben. Mut. Heute ist Donnerstag. Wir waren dann noch bei McDonald's. Und dann bin ich um 1 hier gewesen. Und ich glaube, so um 1:15 lag ich dann wirklich auch im Bett. Hier gibt es keine Vorhänge und ich kann nicht schlafen, wenn es so hell ist. Ich muss mir heute erstmal eine Schlafmaske kaufen. Und jetzt war es 8 und ich war schon wach. Aber naja, das Konzert war richtig, richtig geil. Ich würde sagen, dass Caroline Polachek nicht was für jede Person ist. Für mich gibt es auch ganz viele Songs, wo ich denke, ja, war jetzt nicht unbedingt. Aber ja, die kann einfach extrem krass singen. Es war wieder so eine Crowd, wo ich dachte, das gefällt mir hier. Und sie hat einen Song gespielt, der heißt Door, den kannte ich vorher nicht. Und den werde ich jetzt erstmal 2 Wochen suchten wahrscheinlich. Ein Freund von uns konnte leider nicht kommen, der hat ein Ticket, aber der ist krank geworden und bei Smoke, also beim letzten Song, habe ich ihn gefacetimed und er hat sich so gefreut. Das war irgendwie voll mein Highlight. Genau. Und jetzt ist es, glaube ich, 8:30. Ich mache mich jetzt mal fertig
und setze mich dann ein bisschen an den Computer, weil ich bin um 11 verabredet mit Lena und ihrer besten Freundin zum Brunchen. Wir wollen zu Plant Base gehen. Wir machen immer dasselbe, wenn wir hier in Berlin sind. Das stimmt, aber wir lieben es halt. What can you do? Also so neue Berlin-Recommendations gerne mal in den Kommentaren da lassen, weil sonst finde ich, bin ich immer so ein bisschen überfordert mit der Masse an veganen Köstlichkeiten, die es hier gibt. Ich mich, glaube ich, noch in einen Café setzen, ein bisschen was arbeiten. Heute Abend wollen wir zu Freundlichst gehen, da war ich noch nie. Die anderen beiden waren da schon und meinten, dass es super lecker ist. Ich will noch zu She Said, also zur Buchhandlung auf jeden Fall. Und so Kleinigkeiten machen. Aber ich muss halt auch, wie gesagt, diese Woche noch ein bisschen was schaffen, weil ich eigentlich mein Portfolio bis Ende Februar fertig haben muss. Das wird schon alles irgendwie. Das ist das Update, was ich euch zum Morgen geben kann. Ich mache mich jetzt erstmal fertig. Schaut, wenn wer da ist! Man sieht dich gar nicht scharf. Achso, okay, ich dachte mal so. Ich habe heute Morgen schon eine Sequenz gefilmt, aber mein Mikro war nicht drin und ich habe ungefähr 2 Minuten gelabert. Aber es ist auch nichts Spannendes passiert. Die haben mir inzwischen schon wieder abgeschminkt. Wir waren heute Morgen bei Plant-Based Frühstücken und es gab eine Granola Bowl und es war so lecker. Das hatte Lena mir empfohlen und ich bin der Empfehlung gefolgt. Und jetzt machen wir uns fertig. Ich habe jetzt mir diesen Ohrring gestern noch gekauft. Habe ich euch ja schon gezeigt. Ich weiß noch nicht, was ich als zweiten Ohrring trage, weil ich eigentlich ja eine Silberschmuckmaus bin. Oh, das werde ich mir noch entscheiden. Aber jetzt schminke ich mich erstmal. Wir haben noch was zu essen bestellt. Und dann machen wir uns ganz entspannt los. Es ist nämlich übelst ekliges Wetter. Und wir haben eigentlich keine Lust, so lange anzustehen. Und ich glaube, die meisten Leute haben auch nicht so richtig Lust, anzustehen. Hoffe ich zumindest. Also ich bin jetzt fast fertig. Ich trage diesen Blazer. Den hatte ich auch mal irgendwo Vintage gekauft. Darunter habe ich wieder dieses Top. Der Gürtel war irgendwann mal von H&M. Und die Hose, die habe ich die ganze Zeit schon an. Die ist von Thinking Moon. Und ich muss jetzt so gehen, weil sonst ist mir zu kalt. Und das passt schon. Und jetzt freue ich mich aufs Konzert. Ich sehe, die Speicherkarte ist voll. Das heißt, ich steige jetzt aufs Handy um. Es ist Samstag. Meine Stimme ist auch noch nicht so richtig zurück.
Lena ist gerade schon weg. Die fährt heute weiter nach Köln, weil sie dort nochmal zu Caroline Polacek geht. Ich fahre aber heute Abend nach Hause. Ich freue mich auch jetzt dann wieder in meinem Bett zu schlafen und irgendwie wieder zu Hause anzukommen. Ich wollte aber auch nochmal kurz was zum Konzert gestern sagen, weil ich hätte niemals in meinem Leben erwartet, dass dieses Konzert eines der besten Konzerte sein wird, auf denen ich jemals war. Also erstmal kamen vor der Show alle Pop-Bobs, also Dancing on My Own von Robin, Boom Boom von Charlie, Stupid Love, Rain on Me, und die Crowd hat schon komplett mitgesungen. Dann kam Empress Of, die war Opening Act und das war auch so geil. Also mit Empress Of werde ich mich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen weiter befassen und ihre Musik anhören. Und dann kam Rina auf die Bühne und sie hat mit Minor Feelings gestartet. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so angefangen zu weinen in diesem Moment. Und ich glaube, danach kam schon Catch Me in the Air und dann Hurricanes. Und ich habe diese kompletten drei Songs nur geheult und mitgesungen. Und sie hat so davon gesprochen, dass Musik einfach so was Heilendes sein kann. Und das ist einfach so wahr, finde ich, weil echt da zu stehen und dann so die Songs mitzusingen. Und diese Songs haben mir letztes Jahr so, so viel bedeutet. Und gerade Catch Me in the Air ist irgendwie so ein Song, der so nah an meinem Herzen ist. Wir standen auch mega gut, also wir waren um 5:30 da und wir standen wirklich, ich würde sagen, in der 6., 7. Reihe, aber genau in der Mitte. Und ich hatte die ganze Zeit, also sie stand wirklich genau vor mir und ich hatte eine Lücke und ich konnte einfach komplett sie sehen. Und ich habe auch natürlich gedacht, dass sie mich sieht. Ich liebe das, auch wenn man so einen Moment mit der Person irgendwie hat. Und das hat auf jeden Fall auch total dazu beigetragen, dass es so geil war. Also wir standen einfach extrem gut. Das waren die perfekten Bedingungen einfach. Die Interaktion mit der Crowd war total schön. Und ja, das war einfach wieder so ein Konzert, wo ich mich umgeschaut habe und gedacht habe, this is my safe space. Hier sind meine Menschen. Hier fühle ich mich wohl. Also wirklich, wirklich einfach toll. Und wenn ihr Rina noch nicht angehört habt oder überlegt, auf ein Rina-Konzert zu gehen, dann macht es auf jeden Fall, weil das ist eine absolute Queen. Ich werde sie jetzt für immer stan, glaube ich. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich heute noch mache. Ich treffe mich auf jeden Fall noch mit Luca. Für diejenigen, die schon sehr lange dabei sind, mit Luca habe ich das Projekt Tierendier gestartet. Vor vielen Jahren. 6 Jahren. 7 fast. Luca ist aber inzwischen nicht mehr dabei und wir treffen uns aber heute und quatschen ein bisschen. Ich freue mich, sie zu sehen. Wir wollten erst brunchen gehen, aber sie meinte irgendwie, sie hat voll viel um die Ohren. Und dann habe ich gesagt, hey, gar kein Stress, wir gehen einfach einen Kaffee trinken und ich suche mir was anderes einfach zum Frühstücken. Ich glaube, ich gehe nochmal zu Haferkater. Da war ich vor 2 Tagen schon und das war super lecker. Und ich habe Lust auf ein Porridge. Ich denke mir zwar, ich kann Porridge auch zu Hause machen, aber ich kann es halt nicht so zu Hause machen. Und ich will irgendwie was nicht so Schweres zum Frühstück. Wir waren ja auch bei Plant Base gestern zum Frühstück und es war so lecker. Ich glaube, das habe ich auch schon erzählt. Und ich war bei Humana und ich war auch super erfolgreich. Ich war in dem großen Kaufhaus am Frankfurter Tor. Aber die Sachen zeige ich euch zu Hause, wenn sie gewaschen sind, weil die sind so ein bisschen rancy und ich habe irgendwie keine Lust, die anzuziehen. Weil wenn, dann will ich sie euch schon so try-on-mäßig auch zeigen. Vielleicht mache ich da mal ein Secondhand-Haul oder ich binde das einfach in den nächsten Vlog ein, aber das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Und ich denke, ich beende den Vlog an dieser Stelle, weil ich heute einfach nur ein bisschen durch Berlin geistern werde, aber das Wetter ist beschissen und es gibt gar nicht mehr so viel zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefreut, mit mir nach Berlin zu kommen. Danke nochmal an Bruna für die Zusammenarbeit und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das tut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis wir uns wiedersehen. Macht's gut.